Und jetzt geht's weiter mit Garten und Natur hier bei Pearl TV. Obwohl das eigentlich ein bisschen trügerisch ist, denn wir gehen gar nicht raus in den Garten, zumindest am Anfang der Sendung nicht, sondern wir holen uns den Garten ins Haus. Und Kathi hat uns 4 ganz, ganz tolle Produkte mitgebracht, mit denen ich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Garten nach Hause, nach innen holen kann. Und mich freut so, dass sie dir so gut gefallen, Ralf, weil wir haben die anfangs der Sendung ein bisschen besprochen und der Ralf ist total begeistert von dieser Deko und es ist ganz, ganz selten, dass Männer sich auch so begeistern können für solche Elemente. Na, da muss ich jetzt gleich sagen, ich habe bei mir zu Hause in der Küche eine Wand und die hat eine Tapete, die sieht aus wie Backsteine. Mhm. Und da habe ich 2 solche Wandgärten drauf gemacht. Das sieht faszinierend aus. Also es sieht wirklich toll aus und das kann jeder zu Hause auch machen. Und wenn ich mir das mal anschaue, da ist man sogar versucht, täglich die Blumen zu gießen. Ja, man denkt immer, die sind echt, ja, ne? Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Das ist unser erster Wandgarten, das Modell Anna. Und dieser erste Wandgarten ist wunderschön gestaltet. Man denkt, diese Blumen sind echt. Wir sehen hier einen wunderschönen Sukkulentenmix. Und zwar auf diesem tollen Sandboden gearbeitet mit einem tollen Holzrahmen in Klavierlackoptik. Hier der breite Rahmen, der wirkt halt wie so ein Bilderrahmen. Der setzt diesen Blumenmix quasi noch so richtig schön in Szene. Es sieht auch toll aus, diese Klavierlackoptik. Und weißt du, was ich noch mache? Ich hab so einen Wasserzerstäuber. Ja. Ja. Und da sprühe ich ab und zu mal gerade ein paar Tropfen auf die Blätter. Dann kannst du das von echten Pflanzen nicht unterscheiden. Das sieht als hätten sie so Morgentau drauf. Ja. Und es ist einfach eine Sensation an Deko hier. Und der erste, da haben wir jetzt 31 mal 25 Zentimeter. Mhm. Und ich finde, das ist eine schöne Einstiegsgröße, aber je nachdem, wie groß die Wand natürlich ist. Ich habe jetzt 2 etwas größere, da kommen wir nachher dazu, bei mir hängen, weil ich habe eine relativ große Wand. Aber mit kleineren Wänden kannst du das auch gerne kombinieren. Was kleineres, was größeres. Genau, du kannst die wunderschön aufhängen, zum Beispiel entweder horizontal oder vertikal. Kannst halt auch mehrere kombinieren. Die sind alle kombinierbar, sehen wunderschön aus. Und wir sehen hier nochmal diese aufwendige Handarbeit. Das ist alles Handarbeit, die wir hier haben. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, weil ich kann jetzt auch 2 gleiche bestellen, weil das eine sieht nicht aus wie das andere. Genau. Das ist alles individuell gefertigt. Mhm. Handarbeit, das haben wir gerade gehört, also wirklich ganz, ganz aufwendig und vor allem mit viel Liebe zum Detail. Mit viel Liebe und hier wurden selbstverständlich Kunstpflanzen eingesetzt. Also es ist ja nicht echt, es ist sehr künstlich, sieht aber unglaublich echt aus, weil hier... Hier, das Moos, sie. Ja. Das glaubst du also doch im Moos und Sand sind echt, muss man dazu sagen. Da ist echter Sand verwendet worden, echter Moos, wie gesagt, alles Handarbeit. Und diese Pflanzen, die hier eingesetzt worden sind, das nennt man Sukkulentenmix. Sukkus aus dem lateinischen Saft, das sind die Saftreichen. Und die kennst du, man sieht das hier, die kennen sie bestimmt auch. Die haben diese dickeren Blätter, das hier. So ein klassisches saftreiches Gewächs hier mit diesen dicken Blättern. Das kennt man, wenn man die so anfasst. Hier toll nachgearbeitet. Und die kann man halt sehr schön realistisch darstellen. Sieht aus wie echt, aber Sie müssen sie selbstverständlich nicht gießen, weil es sind Kunstblumen. Es sieht nur traumhaft aus. Aber man holt sich dieses Gefühl. Mit dem Wasser? Ja, gerne. Kann man ansprühen, ja, ist kein Problem. Wirklich nur feucht machen, so gleich zerstäuben. Es gibt einen unglaublichen Zusatzeffekt noch. Aber hier, eben, ich kann es gießen nicht vergessen. Ich brauche, wenn ich in Urlaub gehe oder mal ein langes Wochenende habe, niemand fragen, könntest du meine Blumen gießen? Und es sieht sensationell aus. Bis jetzt jeder, der bei mir zu Besuch war, hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen. Das ist natürlich auch toll. Ich kann es horizontal als auch vertikal aufhängen. Und so habe ich alle Varianten. Und hier dieser 3D-Effekt, um den nochmal sichtbar zu machen. Das sieht so aus, als wachsen die Blumen richtig aus ihrem Bild, quasi aus ihrer Wand dann auch hinaus. Das ist ein wunderschöner Effekt, den Sie da haben. Einfach ein Traum. Und ich habe sowas auch an keiner anderen Stelle bisher gesehen. Ich finde das eine wunderschöne Deko. Ja. Gerade wenn man überlegt, soll ich vielleicht ein Bild aufhängen? Die Wand sieht vielleicht ein bisschen kahl aus. Auch gerne im Esszimmer zum Beispiel. Wenn man so einen schönen Esszimmertisch hat und da dann vielleicht 2 oder 3 bestellen, weil dann wirkt es noch besser, dann ist der Effekt noch schöner. Und dann toll aufhängen, vielleicht 1 horizontal, 2 vertikal oder so. Auch so ein bisschen in der Höhe versetzt, so stufenmäßig angebracht.
Oh, ein Hingucker. Da würde ich jeder drauf ansprechen. Wie bei dir zu Hause. Ja, ich werde irgendwann mal ein Foto von meiner Wand zu Hause machen und das mal mitbringen, dass man das sieht. Also ich habe sie so leicht versetzt, die beiden, die ich dort habe. Und es ist wirklich phänomenal. Jeder, der kommt, sagt natürlich das, was ich gerade gesagt habe, habe ich noch nie gesehen und ist begeistert, weil das so faszinierend echt aussieht und auch mal eine ganz andere Deko ist. Und gerade in der Küche Pflanzen, also an der Wand hängen, das hat, glaube ich, außer mir noch keiner oder zumindest nicht viele. Aber sie können da jetzt auch dazu gehören. Sie müssen es nicht in die Küche machen. Das kommt auch sehr, sehr schön im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Also ich denke, damit kann ich jeden Raum wirklich toll schmücken. Und wir sehen hier hinten nochmal die Aufhängung. Das ist alles vorgearbeitet, entweder hier vertikal oder horizontal aufhängen. Und dann haben Sie diesen tollen 3D-Effekt hier bei diesem wunderschönen Royal Gardenier Wandgarten. Unser Modell Anna, das erste Modell. Anna für 18,91 Euro mit der Bestellnummer NC7428 und der 569 kommt unser erster Wandgarten mit 31 x 25 cm zu Ihnen. Aber da ist ja noch lange nicht Schluss. Wir werden jetzt ein klein wenig größer. Und zwar gehen wir jetzt in einen Bereich, der ist um ein Drittel größer ungefähr, 40 mal 30. Schön, dass wir beide noch da sind. Ich habe das auch noch mal dagelassen, um das im Vergleich zu zeigen. Also das jetzt der etwas größere Wandgarten. Ich stelle den hier mal so auf, damit wir das... das ist kein Problem. Schau mal, da sieht man sehr schön den Vergleich. Und man kann selbstverständlich jetzt die unterschiedlichen Wandgärten alle kombinieren. Das ist überhaupt kein Problem. Ich würde den kleineren bestellen und zwei größere vielleicht, die rechts und links davon aufhängen. Und Sie sehen, wie toll das aussieht, wie wunderschön das wirkt. Also und endlich kann ich jetzt auch mal Pflanzen im Schlafzimmer Zimmer platzieren. Soll man ja sonst nicht. Ganz einfach wegen der Photosynthese. Ganz klar, nachts tut das nicht gut, weil sie nachts den Sauerstoff holen, tagsüber Sauerstoff ausschütten. Aber hiermit kann ich problemlos mein Schlafzimmer auch mal mit Pflanzen dekorieren. Ja, oder auch das Badezimmer. Auch im Badezimmer sehen die fantastisch aus. Wenn man da eine Wand hat, wo man nicht so recht weiß, was man da machen soll und man vielleicht so ein bisschen schöne, natürliche Atmosphäre da reinbringen möchte, dann sind diese tollen hängenden Wandgärten ideal. Und auch hier sehen wir wieder diese wunderschön gearbeiteten Kunstpflanzen. Auch hier wieder dieser tolle Sukkulentenmix. Aloe Vera gehört übrigens auch zu den Sukkulenten, das zu den Saftreichen. Die ist ja so richtig saftig. Ja, ja, da kennt man diese Blätter. Wenn man so ein Blatt abschneidet, dann sieht man das richtig, da läuft da schon der Saft raus. Ja. Aber also sensationell auch, wie das auch hier schau mal. Da sieht man sehr schön diesen wunderschönen Farbverlauf, wie toll das gemacht worden ist. Die inneren Blätter, die frischeren natürlich, ein bisschen grüner, ein bisschen saftiger noch. Und dann die äußeren Blätter hier mit diesem tollen Farbverlauf gestaltet. Das sind richtige Hingucker. Es sieht unglaublich echt aus. Auch hier wurde wieder mit Sand gearbeitet und hier diese Mooselemente, das ist sogar hier echtes Moos und auch hier alles Handarbeit, Ralf. Überleg dir das mal. Alles Handarbeit, wenn du sowas für 28,41 Euro in Handarbeit bekommst. Wow. Sensationell. Schön finde ich natürlich auch wieder diesen 3D-Look, wenn du von leicht schräg mal drauf sitzt. Eben, es ist kein Foto, es ist kein Bild von einer Pflanze, es ist eine 3D-Pflanze, die also wie eine echte Pflanze mitten ins Zimmer reingeht und das noch mit diesem wunderschönen hier auch wieder in Klavierlack-Optik der Rahmen. Also das sieht unglaublich schön aus. Ich muss auch überhaupt nichts mehr machen. Die Aufhängungen sind dabei. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist einen Nagel in die Wand hauen oder vielleicht, je nachdem, was für Wände ich habe, eine Schraube reindrehen und dann aufhängen. Egal, ob horizontal oder vertikal. Ist auch ein wunderschönes Geschenk für den einen oder anderen, wenn man weiß, man hat so einen Pflanzenliebhaber im Freundeskreis und sucht noch eine Kleinigkeit für den. Ich finde, sowas zu verschenken, das ist halt etwas ganz Extravagantes, etwas sehr Einzigartiges. Und das können Sie sich jetzt nach Hause holen. Hier sehen wir nochmal diese wunderschönen Pflanzen, diesen tollen Sukkulentenmix. Auch hier wunderschön ausgewählt, alleine von den Farbnuancen her. Diese unterschiedlichen Grüntöne, die unterschiedlichen Oberflächen, die hier sehr, sehr realitätsecht dargestellt worden sind. Allein das Moos, dann diese längeren Blätter. Das ist unglaublich echt, muss ich sagen. Ich habe mich da auch schon ein paar Mal täuschen lassen. Wenn man die dann aufgehängt sieht, dann wirken die noch echter. Und ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert. Ich habe es einfach mal riskiert. Ich habe es zwei mit nach Hause genommen und habe gesagt, komm, jetzt hänge ich es mal auf. Ich hätte mir nie im Leben träumen lassen, dass das so faszinierend aussieht. Also ich möchte es jetzt auch nicht mehr missen. Das sind Deko-Highlights bei mir. Das schafft auch eine ganz besondere Atmosphäre. Ja, ne? Richtig. Gleich so, man fühlt sich gleich so halb in der Natur. Dann habe ich noch ein sehr, sehr großes
schönes Fenster in der Küche und wenn da morgens leicht die Sonne reinscheint, dann geht die sogar bei mir auf die Pflanzen drauf. Oh, dann hast du wirklich das Gefühl, du frühstückst irgendwo in der freien Natur. Ich zeig nochmal diesen 3D-Effekt von der Seite. Müsste ich vielleicht noch einen Vogel holen, der ein bisschen zwitschert, dann wäre die Illusion perfekt. Ist das toll? Schauen Sie mal, wie die herauswachsen. Also gerade wenn man das von der Seite sieht, dann ist es natürlich ganz spannend zu sehen, wie das auch in den Raum dann hineinragt quasi und schafft ein ganz eigenes Bild, eine ganz eigene Atmosphäre bei Ihnen zu Hause. Egal, ob Sie es wie Ralf in die Küche hängen wollen, im Schlafzimmer oder auch im Wohnzimmer. Wie gesagt, selbst im Badezimmer hervorragend einsetzbar durch diese tollen Holzrahmen, die aber hier in dieser tollen Klavierlackoptik noch mal überlackt worden sind. Das macht das Ganze auch sehr robust. Ja, jetzt haben wir immer von zu Hause gesprochen, aber das kannst du auch jederzeit natürlich im Büro verwenden, dass du mal Grünpflanzen im Büro hast. Hier für unseren etwas größeren, das Modell heißt Nora, haben wir die Bestellnummer NC7429 und die 569 und der Preis 28,41 €. 39 mal 29 cm. Also ich habe, wie gesagt, die Kombination diesen und den kleineren, den wir gerade vorher haben, beide. Und die habe ich etwas versetzt aufgehängt. Sieht unglaublich aus. Jetzt war dem einen oder anderen das jetzt immer noch ein bisschen zu klein. Jetzt kommen wir zu den Männern, zumindest vom Namen her. Jetzt haben wir unser Modell Knut. Ebenfalls ein Wandgarten, aber jetzt noch mal ein ganz schönes Stück größer. Jetzt noch mal ein ganz schönes Stück größer. Wir haben hier eine Größe von 60 x 40 cm und hier sehen wir auch wieder ein wunderschöner Pflanzenmix. Auch hier wieder diese Sukkulenten schön ausgewählt. Was hier direkt auffällt, ist dieser Kunstrasen, der eingearbeitet worden ist. Also hier sind wir nicht auf Sand, sondern auf Kunstrasen. Das ist so ein kleiner Unterschied. Es fällt sofort auf. Schafft natürlich ein bisschen mehr Grün dann auch. Die Pflanzen sind nicht ganz so kompakt gesetzt. Also es wirkt hier eher bildhaftiger, offener, genau. Weißt du was, ich habe schon oftmals gesehen, Leute, die zum Beispiel ein Aquarium zu Hause haben, die schauen immer, was mache ich im Hintergrund oder rund ums Aquarium. Und dann sieht es immer fürchterlich aus, weiße Wand vorne, Aquarium. Hier, ganz allein an der Wand, sieht sensationell aus. Aber jetzt stell dir das mal vor, hier steht ein Aquarium und du dekorierst um das Aquarium mit so Wandgärten. Ja, dann hast du ein Komplettbild und das sieht sensationell aus. Also ganz egal, natürlich auch alleine ein Wahnsinns-Hingucker. Hier sehen wir das auch, guck mal, da ist leicht bestäubt worden. Genauso wie ich das vorhin gesagt habe, leicht mit Wasser bestäubt. Und dann sieht das aus, als würde der Morgentau hier über die Pflanzen laufen. Ich finde es sensationell. Unsere wunderschönen Carlo Milano Wandgärten. Carlo Milano schafft ja auch immer so richtige Design-Kunstwerke. Und gerade mit diesen Wandgärten. Ein Auge dafür. Ja, mit den Wandgärten hat er sich selbst übertroffen. Wir haben ja die kleineren Modelle vorgestellt. Selbst die waren ja schon ein absoluter Bestseller. Waren sehr schnell ausverkauft. Jetzt diese größeren Wandgärten. Und ich möchte Ihnen kurz mal etwas zeigen, weil das ist jetzt ein Wandgarten. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, hier haben wir einen sehr kleinen Rahmen. Und ich hole mir jetzt einfach mal einen zweiten davon hinüber, um Ihnen etwas zu zeigen, weil das ist das Highlight dieser Wandgärten. Die kann man wunderbar dann auch kombinieren und aufeinander aufbauen. Also auch miteinander hier quasi dann einfach zusammen machen, an die Wand hängen, entweder horizontal oder vertikal. Auch hier ist beides möglich. Und sieht das nicht toll aus, wenn du mal eine größere Wand hast und mal ein bisschen mehr brauchst? Also faszinierend. Zwei oder drei bestellen? Faszinierend, wirklich. Toll, toll, toll. Du meinst, du bist irgendwo in der Natur draußen und das vielleicht in einem Zimmer, wo alles andere als Natur ist. Auch im Büro würde das natürlich toll aussehen, mit Sicherheit. Und auch die ganze Atmosphäre lockern, noch mal ein bisschen auflockern. Weil es ist ja, also mir geht es zumindest so, wenn ich draußen in der Natur bin, fühle ich mich automatisch gleich ganz anders, ganz viel freier, viel lockerer. Ja. Du atmest tief ein. Und hier haben wir oder können wir uns diese Illusion von Natur auch in den kleinsten Raum holen. Büro, Küche, Bad hast du vorhin gesagt. Schlafzimmer, auch da haben wir einfach ein bisschen grüne Welt. Zwei oder drei von diesen Wandgärten zusammen hinter dein Bett, hinters Kopfende. Wie dann schlafe ich im Schlafsack oder im Zelt. Wie wunderschön. Da kommst du dir vor wie beim Camping. Ja, du hast das Gefühl, du schläfst in der Natur. Das ist ganz einzigartig. Und klar, viele Menschen, viele Freundinnen von mir auch, viele Bekannte, die ich habe, die haben wunderschöne Bilder zum Beispiel hinterm Bett hängen. Auch so diese Wandtattoos, sagt man ja, diese Klebebilder. Aber das haben doch alle mittlerweile. Deshalb jetzt mal ein bisschen was anderes. Hier, zwei von diesen wunderschönen Wandgärten. Und wie gesagt, Sie können selber entscheiden, wie Sie das aufhängen möchten.
Aufhängungen hinten, weil ich finde, die sind auch noch, da ist also wirklich nicht gespart worden. Das ist sehr, sehr robust, sehr groß. Ich kann die also wirklich schön aufhängen, einfach eine Schraube rein, einhängen dann in den Kerben. Hält sie auch wirklich ganz, ganz sicher. Und ich brauche mir da keine Sorgen machen, dass da irgendwann mal eine Halterung von der Wand fliegt. Überhaupt nicht. Das hält bombensicher. Und ich habe dann eben mein kleines grünes Paradies in meinen vier Wänden. Und du kannst selber auch entscheiden, wie rum du es selbstverständlich hängen möchtest. Ob vielleicht die größere Pflanze, die hat natürlich einen größeren 3D-Effekt. Die wirkt ja sehr viel schöner. Wenn ich das zur Seite drehe, sehen Sie das sehr gut. Schauen Sie, wie die in den Raum hineinragt dann auch. Das ist schon eine richtig tolle Größe. 40 mal 60 Zentimeter. Das ist schon gewaltig. Sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Da würde ich sagen, nicht kleckern, klotzen. Weil das ist... Also auch für große Wände, weil viele kennen das, sie haben große Wände, dann holen sie sich irgendwie ein kleines Bild, das ist hoffnungslos verloren. Ja. Also hier eine größere Wand irgendwo, die bis jetzt noch leer ist, jungfräulich ist und ein bisschen öde aussieht, hängen sie so einen Wandgarten auf und dann haben sie mal eine unglaubliche neue Ansicht und eine außergewöhnliche Dekoration, die sonst fast keiner hat. Und wie gesagt, selber entscheiden, wie rum Sie es aufhängen möchten. Passen Sie es ein bisschen Ihrem Wohnambiente an. Ob Sie jetzt sagen, horizontal, ob hier die großen Pflanzen eher unten sein sollen. Oder ob Sie jetzt sagen, oh, ich möchte die großen lieber oben haben. Kein Problem, Sie können das einfach drehen. Aufhängungen sind überall vorhanden. Sieht das auch so sehr schick aus. Ne? Also da können Sie ganz frei und kreativ sein und können das selber entscheiden, wie Sie das haben wollen. Wunderschön. Und wie gesagt, Bestseller hier bei uns im Programm, unsere wunderschönen Carlo Milano Wand. Gärten. Und ich freue mich so, dass Sie jetzt wieder lieferbar sind, dass wir die an Sie zu Hause rausschicken können. Das ist immer wieder ein Highlight. Und ich habe schon so viele schöne Wandgärten gesehen, die dann aufgehängt waren. Nicht nur bei dir zu Hause, Ralf. Deshalb, wenn Sie vielleicht einen Wandgarten dann zu Hause haben, machen Sie ruhig ein Foto und schicken Sie uns das bitte. Oh ja, wir freuen uns immer sehr. Ich bringe auch eins mit. Hier haben wir die Größe 40 mal 60 cm zum Aufhängen an der Wand, egal ob vertikal oder horizontal. Die Bestellnummer, die NX1332. Und die 569, der Preis 66,41 € statt 99,90 €. Also da spare ich wieder mal richtig viel Geld. Aber das war's noch nicht. Wir steigern uns noch ein klein wenig. Und jetzt sehen wir Kathi schon nicht mehr. Weil hier haben wir jetzt die Größe 1 Meter mal 50 Zentimeter und auch wieder so einen wunderschönen Wandgarten. Und auch hier schon richtigen Bildcharakter durch diese große Größe. 50 mal 1 Meter. Und ich komme mal hier an die Seite, um das zu zeigen. Auch hier wunderschön wieder dieser Kunstrasen eingearbeitet. Auch hier diese wunderschönen Sukkulenten wieder, diese saftreichen. Schau dir das mal an, hier, wie das ausschaut. Hier kannst du ein bisschen kreativ sein. Hier kannst du das noch toll verändern, wie du möchtest. Du könntest es auch noch dekorieren, zum Beispiel mit Ostersachen. Da noch ein Osterhäschen rein oder so. Ist ja auch kein Problem nach Ostern wieder raus. Also da ist man ja flexibel. Das kann man gern noch ein klein wenig verändern durch diese 3D-Optik, nicht nur 3D-Optik, weil die Pflanzen wachsen ja raus, hast du da alle Dekorationsmöglichkeiten. Hier sehen wir es auch, ein Teil der Pflanzen hängt aus dem Rahmen raus, aber so ist es ja perfekt. Sieht dann auch aus, als wäre es rausgewachsen. Und das finde ich wirklich toll, diese perfekte Illusion von echten Pflanzen. Oh, wunderschön. Und gerade in dieser großen Größe, wenn Sie sich das nach Hause holen, das ist ein richtiges Highlight, egal ob es jetzt im Schlafzimmer über dem Bett hängt oder im Wohnzimmer. Schön über der Couch, Ralf. Wenn du so eine tolle Couch hast, man sucht immer ein tolles Bild, was über die Couch geht. Mhm. Und klar, im Wohnzimmer, man hat viel Holz. Es sind auch eher die erdigen Farben, die sie haben. Deshalb da sowas aufhängen, im wunderschönen Wandgarten. Und dann weiß man, ich habe alles richtig gemacht, weil das einfach ganz, ganz wunderschön ist, etwas ganz Besonderes. Und Sie haben es gesehen, Sie können hier selber noch mal ein bisschen dekorieren. Weil hier ist dieser tolle 3D-Effekt, der hier auftritt. Sie können selber entscheiden, wie diese Pflanzen hier hängen sollen oder ob Sie ganz runter haben möchten zum Beispiel. Da können Sie selber ganz kreativ sein. Ich finde es ganz schön, wenn die auch mal so aus dem Bild herausgehen, ne? Du hast vorhin was gesagt mit übers Bett hängen. Das ist hier auch natürlich von der Größe her. Was hat ein Doppelbett? 2 Meter Breite. Du hast hier 1 Meter, da kannst du das schön zentral in die Mitte über beide Hälften hängen. Also perfekt eigentlich. Und auch mal was anderes. Etwas, was nicht jeder hat. Vielleicht bald mal, wenn es sich rumgesprochen hat, was für tolle Wandgärten wir hier haben bei Pearl TV. So, und jetzt sehen wir uns dann nicht mehr. 1 Meter, das ist richtig hoch. Oder?
Ist das schön? Schau mal aber hier. Und dann so kann man die nämlich so toll runterhängen lassen auch. Mhm. Also ich finde es auch gerade, wenn man es so aufhängt, ideal, weil es dann halt noch so einen tollen Effekt hat. Also richtig, richtig schick. Und Ihnen ist aufgefallen, auch hier wieder der schmale Rahmen. Das bedeutet für Sie, auch hier können Sie wieder wunderbar mehrere von diesen Wandgärten kombinieren. Also hier kannst du vielleicht auch zwei von kaufen, die nebeneinander machen. Das ist natürlich dann noch ein schönerer Effekt. Oder auch übereinander, wie Sie das möchten. Entweder horizontal, vertikal. Auch hier sind alle Aufhängungen mit dabei. Ganz wichtig, die sind schon vorgefertigt hinten. Ich drehe das mal so ein bisschen, dann können wir das sehen. Schauen Sie, überall die Aufhängungen schon mit eingearbeitet, egal wo, können Sie horizontal, können Sie vertikal aufhängen, wie Sie möchten. Was ich sensationell finde, ist der reguläre Preis 249 Euro und heute für 142,41 €. Ein so beeindruckender, so anders kann ich es gar nicht sagen bei der Größe, mit 1 m × 50 cm, so ein beeindruckender Wandgarten. Auch noch ein Designerstück von Carlo Milano. Sensationell, horizontal als auch vertikal aufzuhängen, wie Sie möchten. Einfach mal ausprobieren. Jetzt brauchen Sie nur eine große Wand. Oder machen Sie es in das Bett, holen Sie sich mal ein bisschen grüne Welt, ein bisschen Stückchen Natur ins Schlafzimmer, weil da fliegen normalerweise immer alle Pflanzen raus aus dem Schlafzimmer. Mhm. Weil das sollen sie ja nicht sein. Aber hier kannst du ohne Probleme, ohne irgendwelche Abstriche machen zu müssen, auch mal die Natur ins Schlafzimmer holen. Und das in so wunderschöner Handarbeit. Ich sag's nochmal, das ist alles handgearbeitet hier. Wir sehen das ganz toll. Und ich habe es jetzt hier nochmal so horizontal gehängt. Da sieht man hier auch, wie schön die Pflanzen dann auch hier so runterhängen in den Raum hinein. Das schafft auch hier wieder so einen schicken, schicken Effekt. Das macht's, finde ich, aus. Dieses 3D-mäßige. Erstmal hier kommt es natürlich sehr in den Raum hinein, zu Ihnen quasi. Und dann hier nochmal nach unten. Ah, einmalig. Wahnsinnig schön. Sowas, Ralf, solche Dekoration kennt man normalerweise nur aus den teuren Luxushotels. Die haben das manchmal. Kennst du das? Die haben dann so ein Bioethanolfeuer. Die haben wunderschöne Bilder dann an der Wand. Ne? Ja, ja. Und richtig, jetzt vorhin auch wieder Bioethanol. Wir haben ja auch so große Öfen. Da stelle ich mir das richtig toll vor. Aber natürlich auch wieder beim Aquarium, ums Aquarium. Solche vertikalen Wandgärten aufhängen. Dann habe ich die Natur komplett im Haus. Sie können sich das nach Hause holen. Übrigens individuell, alle vier, die wir jetzt gesehen haben, miteinander kombinierbar. Und so können Sie sich Ihre grüne Landschaft in jedes Zimmer holen, das Sie wollen. Auch im Büro, muss ich sagen, in dieser Größe mal was ganz, ganz Außergewöhnliches. Überleg mal, was normalerweise solche Bilder kosten in der Größe. 100 mal 50, da bist du 300-400 € für ein gescheites Bild weg. Und hier hast du zusätzlich noch die perfekte, ich muss mich jetzt mal ein bisschen strecken, die perfekte Illusion der grünen Natur. Im Büro, im Bad, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, wo immer Sie das möchten. Und das gerade mal für 142,41 €. Die Bestellnummer, die NX1334 und die 569. Und ich finde es faszinierend, was für Effekte man macht. Man braucht ein bisschen Fantasie. Ich sage, ich hab lange überlegt, ob ich es machen soll und habe es dann gemacht und habe es noch nie bereut, weil es ist wunderschön, solche Wandgärten bei sich zu Hause hängen zu lassen. So, jetzt gehen wir aber raus, nehmen die Natur von mir aus mit, aber jetzt gehen wir in den Garten und sorgen da, beziehungsweise Kathi sorgt dort jetzt für die richtige stimmungsvolle Beleuchtung. Und ich habe richtig tolle Gartenbeleuchtung für Sie mitgebracht. Meine Lieblingsbeleuchtung, die war im letzten Jahr sofort ausverkauft. Wir haben sie in diesem Jahr bisher einmal präsentiert und da war schon die Hölle los. Da ist das Callcenter quasi richtig in Schwitzen gekommen. Da gab es lange Wartezeiten, weil diese wunderschönen Gartenlichter hier aus dem Hause Lunatec sind etwas ganz Besonderes. Sehr hochwertig verarbeitet. Wir sprechen hier von einem wunderschönen Materialmix. Wir haben hier gebürstetes Edelstahl und oben sehen Sie jetzt diese wunderschöne Kuppel aus diesem Crackle-Glas, so krakeliertes Glas. Das sieht so ein bisschen aus wie gesprungen, sieht wie aus, gebrochen. Als wäre es kaputt, aber das macht den gewissen Effekt. Auch hier sehen wir es bei den Lichtern. Da werden ja auch die Lichtstrahlen gebrochen. Das heißt, du hast ganz, ganz andere Effekte. Und wir sehen hier, da wechseln die Farben. Das ist automatisch drin. Genau, wir haben ja ein Multicolor-Licht integriert, ein
LED und die geht automatisch bei Dunkelheit an. Wird über Solar betrieben. Das heißt, versteckt kein in Kabel. Dieser... Nein, kein Kabel. Hervorragend. Versteckt in dieser Glaskuppel ist ein Solarpanel. Mhm. Das sieht man gar nicht. Das ist ganz unauffällig gemacht. Nimmt tagsüber die Sonnenenergie auf und sobald es so ein bisschen anfängt zu dämmern, so ein bisschen dunkel wird, dann fängt diese wunderschöne Kugel an zu leuchten und zwar in diesem tollen Farbmix. Also das heißt, ich muss nicht ein- oder ausschalten, sondern das macht die Sonnenenergie und der Dämmerungsschalter gemeinsam. Wie befestige ich die denn, Kathi? Schau mal, das ist hier diese wunderschöne Kugel. Da sieht man sie nochmal allein hier im Licht. Glitzert und glänzt das schon. Wunderschönes Material, Edelstahl gebürstet. Und hier unten, da kannst du dieses Ende hinausziehen. Da ist so ein Erdspieß mit dabei. Ach, und dann kannst du in den Rasen stecken. Nicht nur in den Rasen, also auch in den Rasen, aber auch in den Blumentopf zum Beispiel. Du kannst es auch wunderbar auf der Fensterbank verwenden, auf dem Balkon, das machen viele. Und Sie sehen es gerade eingeblendet, das Zweier-Set für 12,26 Euro. Und der das ist ein richtiger Knaller. Da verstehe ich, warum Sie jetzt alle zugreifen gerade wieder, weil für den Preis kriegt man sonst nur eins. Ich habe so Gartenlaternen mal gesehen, da war sogar ein Stück teurer. Ja? Mhm. Hat um diese, ich glaube, 17 oder 18 Euro war es. Eine, da müsste ich jetzt für 2,36 bezahlen, da kriege ich hier 6 dafür. Mhm. Ja? Also zwei Stück von dieser tollen Solarleuchte, sensationell. Kein Kabel legen, ich habe beleuchtet. Ich finde es auch schön, wenn man sich zum Beispiel, wenn man so ein kleines Wegchen im Garten hat, zum Beispiel, wenn man da mal 4 oder 6 an den Rand stellt und damit den Weg kennzeichnet, dass man auch nachts nicht auf die Nase fällt, wenn man da mal im Garten ist. Also sensationell. Und der Frühling steht vor der Tür. Es wird jeden Tag länger hell. Das merken wir schon. Die Sonne geht früher auf, geht später unter. Und ich bin mir ganz sicher, jetzt geht es auch nicht mehr lang, dann wird es richtig schön warm wieder. Mhm. Und gerade hier so ein Zweier-Set, Dreifahrtrecht, bestellen Sie gleich mehrere. Bestellen Sie 4 oder 6, um vielleicht einen Weg schön zu säumen, um Ihr Beet toll aussehen zu lassen, auch zwischen die Blumen. Das ist dann gerade, wenn es ein bisschen dämmerig wird, ein absolutes Highlight. Wenn das dann so schön zwischen den Blumen glitzert und leuchtet in diesem Farbwechsel. Das Zweier-Set hier mit unseren tollen Gartenlichtern, mit diesem krakelierten Glas oben in dieser Kuppel. 27 cm, das sind die etwas kleineren. Wir haben die auch noch in etwas größer. Die zeigen wir Ihnen auch gleich. Selbstverständlich können Sie die kombinieren. Das ist kein Problem. Also ich würde auch kleinere und größere bestellen. Mehrere Sets von jedem. Und es dann schön im Garten kombinieren. Also die kleinere hier jetzt mit, wie viel Zentimeter hast du gesagt? 27 Zentimeter. Ja. Hat die Bestellnummer NX7017 und die 569, der Preis 12,26 Euro. Jetzt werden wir aber deutlich größer. Und zwar, wir kommen zu 35 cm. Und da aber jetzt genau die gleiche Technik. Wichtig, auch hier sprechen wir von einem Zweierpack. Und da sieht man schon sehr schön, das Zweierset hier von den größeren Lichtern, 35 cm, die sind natürlich auch wunderschön. Also auch die Glas, das Crackled ist ein bisschen größer, sehen wir. Ja, aber hier schön, auch wieder der tolle Materialmix und dementsprechend auch wettergeschützt. Das heißt, das kann ich auch im Regen draußen stehen lassen. Mhm. Das macht denen nichts. Sie leuchten trotzdem, ob es stürmt oder schneit. Also auch beim Schnee würde es rein theoretisch gehen. Und auch hier von diesen größeren Lichtern das Zweier-Set für Sie zu einem fantastischen TV-Sonderpreis. Die sind heiß begehrt. Ich gebe Ihnen den Tipp, bitte jetzt gleich zugreifen, jetzt bestellen. Es sind die ersten warmen Tage jetzt schon. Man kann wunderbar schon Gartenarbeit machen und diese Lichter auch einstecken. Die sind wetterresistent, ist kein Problem. Und ein Zweier-Set hier für 18,91 Euro zu bekommen, ist ein richtiger Knaller. Die waren sofort ausverkauft. Denk jetzt gerade mal was an Ostern zum Beispiel. Mhm. Da kriegen wir vielleicht wieder schönes Wetter. Wir hatten ja auch Ostern schon mal über 20 Grad. Könnte ja auch dieses Jahr passieren. Mhm. Da bist du draußen im Garten und dann wird es langsam dunkel. Und dann merkst du, irgendwas fehlt. Ja. Die Beleuchtung. Und dafür kann ich eben jetzt schon sorgen. Denken Sie voraus, denn jetzt sind sie lieferbar. Und ich bin mir sicher, sobald dann die ersten Tage kommen, bei denen man draußen eben im Garten wieder verbringen kann, dann will plötzlich jeder so eine Lampe, beziehungsweise zwei Lampen. Denn wir sprechen auch hier vom Zweierset. Und dann sind sie unter Umständen ausverkauft. Also deshalb gleich zuschlagen. Die waren so beliebt im letzten Jahr. Die waren sofort ausverkauft. Ja. Und wir dürfen hier ein Zweierset für 18,91 Euro anbieten. An anderer Stelle. Und bei unserer Teleshopping-Konkurrenz, muss man ganz klar so sagen, die haben die auch im Angebot. Da kosten die so viel Geld. Da zahlst du das, was du hier für ein Zweierset bezahlst, für eine. Und deshalb
Einfach fantastisch. Bestellen Sie hier bei uns bei Pearl TV. Das ist eine Wahnsinnsqualität. Wir haben hier dieses wunderschöne gecrackelte Glas, das so leicht gebrochen aussieht. Tolle LED-Technik mit der Solarzelle. Ja, wir sehen da auch eben diese Farbwechsler. Das sieht durch dieses crackelt, also durch dieses leicht gebrochen scheinende Glas noch viel, viel effektiver und glanzvoller aus. Also ein unglaublicher Effekt in Ihrem Garten. Ob Sie einen Weg beleuchten wollen oder nur die Ecken Ihrer Terrasse kennzeichnen oder vielleicht auch mal ein Beet ein bisschen stimmungsvoller machen wollen, für all das ist es geeignet. Das Zweier-Set gibt es heute für 18,91 € mit der Bestellnummer NX7016 und der 569 hier in 35 cm Höhe. Und ich denke, du hast uns heute wieder richtig tolle Produkte für zu Hause, den Garten in die Wohnung holen und dann natürlich auch für den Garten, die Terrasse, den Balkon, dort das richtige Licht holen. Da sage ich Dankeschön, Kathi. Ich danke dir, und jetzt sind und Sie Ihnen dran. Auch. Machen Sie Ihre Wohnung bzw. Ihren Garten ein klein wenig schöner und dann viel Spaß damit.